Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier im Franz-Fekete-Stadion. Ja, geht's nach der Statistik, dann kann der Tipp heute nur 2 lauten bei Kapfenberg gegen Rapid. Denn seit dem Wiederaufstieg des KSV hat Rapid hier 3-mal gespielt, 3-mal gewonnen und 3-mal zu 0 gespielt. Aber Rapid hat natürlich Schwächen gezeigt bisher in dieser Frühjahrssaison. Aber wo, wenn nicht hier in Kapfenberg, sollte die Mannschaft von Peter Backold auf die Erfolgsspur zurückkehren. Auf der anderen Seite, die Kapfenberger, die sind eigentlich alle sorgenlos. Spätestens seit dem 1:0-Sieg in der Vorwoche in Kärnten. Der Klassenerhalt ist praktisch geschafft. Kapfenberg kann also in aller Ruhe die kommenden Partien in Angriff nehmen. Vor allem auch so große Spiele wie heute gegen den österreichischen Rekordmeister gegen Rapid. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für die Mannschaft von Werner Gregoritsch. Der Kapfenberger Trainer, der musste also einige Umstellungen vornehmen in seiner Startformation, 6 an der Zahl. Neu im Team, Osojnik rechts in der Viererkette, Schönberger in der Innenverteidigung, weil also Rauscher nach außen rückt. Der soll sich also doch um Steffen Hofmann kümmern. Das Mittelfeld fast komplett neu, mit Bitter rechts, mit Siegel und Majstorovic auf den zentralen Defensivpositionen. Nur Felfanik bleibt links außen im Team und hinter der einzigen Spitze, Serjan Pavlov, feiert also Marek Heinz, der beste Fußballer der Kapfenberger nach Ablauf seiner Sperre sein Comeback. Der Protest des KSV gegen die 3-Spiele-Sperre war ja zum Teil erfolgreich. Seine Sperre wurde auf 2 Partien reduziert und deshalb darf er also heute gegen Rapid mitmachen. Bei den Grün-Weißen fällt also Markus Häkkinen wegen einer fiebrigen Erkältung aus, musste gestern Nachmittag das Training abbrechen. Deshalb kommt Andi Dober wieder rechts in der Viererkette zum Einsatz, weil Stefan Kulowitz ins Mittelfeld vorrückt und dort die Position von Häkkinen einnimmt. Willi Kavlak, zuletzt sehr stark im Nationalteam, am vergangenen Mittwoch gegen Dänemark, spielt trotz einer leichten Oberschenkelverletzung links im Mittelfeld. Und vorne heißen die beiden Sturmspitzen also nach wie vor René Gadler und Nikica Jelavic, so wie in der Vorwoche bei der 0:1 Heimniederlage gegen Tabellenführer Salzburg. Es ist kalt in Kapfenberg, aber ziemlich sonnig und deshalb ist der Platz heute auch relativ tief. Das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil für die Kapfenberger sein. Jürgen Bartoker bei Rapid also nach wie vor nur auf der Bank. Hannes Eder bekommt in der Innenverteidigung wie gegen Salzburg den Vorzug, obwohl ja Bartoker seinen Vertrag im Winter verlängert hat. Hamdi Salih auf der Bank, genauso wie Christopher Trazan und Christopher Trimmel, obwohl die beiden im Kader der Nationalmannschaft waren. Die Kapfenberger sind bereit für dieses Spiel. Auf die Rapidler gilt es noch etwas zu warten. Das ist also der Schiedsrichter der heutigen Begegnung, Robert Schörkenhofer, der 37-jährige Fahrdienstleister der österreichischen Bundesbahnen aus Vorarlberg, zum 9. Mal in dieser Saison im Einsatz. Und von den letzten 4 Partien unter Schörkenhofer hat Rapid nur eine einzige gewonnen, jene hier in Kapfenberg. Die Rapid-Fans fordern heute also endlich einen Sieg ihrer Mannschaft. Es wäre also der erste im Jahr 2010. Ein Punkt aus den ersten 3 Spielen bedeuten den schlechtesten Jahresauftakt von Rapid seit 1998. Nikica Jelavic spielt mit Maske. Das ist übrigens nicht dieselbe Maske, die Stefan Meyerhofer im Vorjahr getragen hat. Er hat eine neue bekommen. Also in der Vorwoche Rapid gegen dezimierte Salzburger sehr harmlos und ideenlos in der zweiten Spielhälfte. Heute ja, hoffen die grün-weißen Fans auf mehr Ideen im Spiel ihrer Lieblinge.
Nürnberg hat jeden Bundesliga-Gegner schon mindestens einmal geschlagen. Nur Rapid, noch nie gegen den Rekordmeister, gab es keinen Punkt aus 6 Duellen, eine Tordifferenz von 2 zu 19. Kapitäne bei der Platzwahl, links Steffen Hofmann, rechts Milan Fukal. Adler. Sehr gut, weg. Wo waren wir denn hier? Ihr bleibt zum Theaterspiel, gell? Also, macht's gut, gell? Alles gut, gell? Haben wir jetzt die letzte Kontrolle? Wir fangen ja, ja. Also schnell ab zur Netzkontrolle heißt es für die beiden Assistenten Christian Trunner und Üzedin Eihan und die beiden befreundeten Trainer bei der amikalen Begrüßung, Werner Gregoritsch und Peter Backhold. So, technisch alles in Ordnung und dann kann es endlich losgehen hier im Franz-Fekete-Stadion. Markus Katzer und Kollegen sind bereit. Rapid hat Anstoß in dieser ersten Spielhälfte. Die Grün-Weißen in eben diesen Dressen in Hälfte 1 von links nach rechts. Pavlov verliert den ersten Zweikampf gegen Zuma. Guter Einsatz von Willi Kavlak. Zusammenspiel mit Steffen Hofmann. Erster gefährlicher Rapid-Angriff über René Gadler, hält den Ball im Spiel. Und es gibt gleich den ersten Eckball für die Wiener. Willi Kavlak von links. Mit viel Effet, Zuma verfehlt, Rapid bleibt im Ballbesitz. Kulowitz, wieder Kavlak. Siegel kann die Flanke nicht wirklich verhindern und dann klärt Fukal die Situation. Marek Heinz, natürlich wieder von Werner Gregoritsch, mit allen Freiheiten heute ausgestattet. Schönberger Kopfballduell gegen Jelavic verloren. Kavlak. Attackiert von Osojnik. Und der neue Spielaufbau bei Rapid über Ranwal Zuma. Dober auf Kulowitz. Das Zuspiel zu ungenau. Andi Dober darf also wieder einmal ran, rechts in der Viererkette. Zuletzt hatte er seinen Platz eben an Stefan Kulowitz verloren. Kulowitz zuletzt immer rechts in der Viererkette im Einsatz im defensiven Mittelfeld vor mehr als einem halben Jahr beim Derby gegen die Austria Ende August. Etwas unorthodox, dieser Angriff der Kapfenberger, Fukal auf Felfernick und Rapid wieder im Ballbesitz. Hofmann auf Gadler, Kulowitz. Sie sehen von Anfang an, der Platz relativ holprig.
mit Sicherheit schwer zu bespielen, mit Sicherheit auch ein Nachteil für jene Mannschaft, die hier das Spiel machen muss, machen will. Bilivan, Zweikampfsieger gegen Majstorovic. Nach Meinung von Schiedsrichter Schürgenhofer war das allerdings ein Foul des Rapid-Mittelfeldspielers. Natürlich Ball gespielt von Yasin Bilivan, trotzdem heißt die Entscheidung Freistoß Kapfenberg. Die erste Ballberührung für Helge Peyer nach etwas mehr als 4 Minuten. Also so wie sich das anlässt in den ersten knapp 5 Minuten, kann das heute für Rapid ein ziemliches Geduldsspiel werden. Kapfenberg versucht natürlich von Anfang an kompakt zu stehen, die Räume eng zu machen und Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Hofmann schießt Pelivan an, Ballglück für Rapid. Immer noch Yasin Pelivan auf René Gattler, Rauscher bei ihm. Und Fukal per Kopf, zweiter Eckball Rapid. Pass von Hofmann, der sollte eigentlich auf Katzer gehen. Über Umwegen kommt dann der Ball zu Gattler und dann die Kopfballabwehr von Milan Fukbal. Eckball ausgeführt von Steffen Hofmann und dann klärt Pavlov per Kopf. Kavlak wieder raus auf Hofmann. Immer noch Hofmann, sein Schuss abgefälscht und es gibt den nächsten Eckball für Rapid. Relativ frei ist da zuvor Markus Katzer im gegnerischen Strafraum zum Kopfball gekommen. Also zuvor hat Veli Kavlak den Eckball von der linken Seite getreten. Jetzt versucht es der Kapitän Steffen Hofmann selbst. Wieder Pavlov per Kopf im eigenen Strafraum. Alle Kapfenberger Spieler bei Standardsituationen Rapids. Jetzt haben sie etwas hier auf Hofmann vergessen. Pelivan, gute Aktion von Yasin Pelivan. Und der erste halbwegs gefährliche Torschuss der Rapidler. Auf der linken Seite extrem viel Platz gewesen für Steffen Hofmann. Und dann der Schuss von Yasin Pelivan. Keine Gefahr für das Kapfenberger Tor und Raphael Wolf. Foul von Schönberger an Gattler. Siegel. Einwurf Kapfenberg, ausgeführt durch Patrick Osoynik. Also das schnelle Umschalten, das die Kapfenberger sehr oft in der Bundesliga versuchen, das klappt heute in der Anfangsphase noch überhaupt nicht. Majstorovic. Dober zuletzt am Ball, Einwurf Kapfenberg. Oh,
harter Einstieg von Patrick Siegel gegen Yasin Pelivan. Und jetzt gibt es sofort die erste gelbe Karte im Spiel für Patrick Siegel. Das erste Foul eines Kapfenbergers am heutigen Nachmittag. Von hinten die Attacke von Patrick Siegel. Vertretbar diese gelbe Karte für den ehemaligen tschechischen Nationalspieler. Aus einem Freistoß rauskommt, dann hat man Probleme im Aufbauspiel. Kulowitz. Siegel auf Pavlov. Wieder Siegel, links geht Felfanik. Seine Schnelligkeit soll der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler der Kapfenberger heute gegen Rapid ausspielen, Markus Felfanik. Gute Aktion von Niki Zajelovic. Und dann läuft er da etwas in Fukal hinein. Und auch an diesen Aktionen ist von Anfang an zu sehen, wie schwierig die Platzverhältnisse hier für beide Mannschaften sind. Guter Einsatz Gartler, links geht Hofmann. Gute Idee von René Gartler, aber dann der Pass gedacht für Veli Kavlak. Etwas zu ungenau. Marek Heinz gegen Markus Katzer. Peter auf Felfanik. Und dann Andi Dober. Foul von Heinz an Dober. Es gibt Freistoß für Rapid. Hier nach dem Pass von Dober die Attacke von Heinz. Vertretbar die Entscheidung. Also alle haben erwartet, dass Andi Rauscher sich vornehmlich um Steffen Hofmann kümmert. So wie es jetzt ausschaut, hält sich da in der Umgebung des Rapid-Kapitäns immer René Pitta auf. Einer der Lieblingsspieler von Werner Gregoritsch, heute erst zum dritten Mal in dieser Saison im Einsatz. War allerdings auch sehr lang verletzt. Kavlak nach dem Fehler im Aufbauspiel, der Schuss allerdings zu zentral auf das Tor von Raphael Wolf. Aber wieder eine gute Aktion von Veli Kavlak. Kommt dann mit Tempo, setzt sich durch und zieht einmal ab. War allerdings bereits der zweite Fehler von Majstorovic vor diesem Schuss von Kavlak. Jelavic auf Hofmann, Schuss abgeblockt. Rolf Wolf heraus aus seinem Tor. Schauen Sie mal, die Nummer 2 des KSV hier am Bilduntergrund zu sehen. René Pitter hat immer wieder Rapid-Kapitän Steffen Hofmann im Auge. Siegel auf Pavlov. Und schon wieder ist der Ball bei den Rapidlern. Steffen Hofmann einmal mit Tempo, läuft aber genau in Rauscherei. Felfanik.
Feldfeine gegen Dober. Jetzt kann er zum ersten Mal Tempo aufnehmen, seine Schnelligkeit ausspielen. Der Schuss von Markus Feldfeinig, ich denke, der war abgefälscht. Es gibt aber keinen Eckball für die Mannschaft von Werner Gregoritsch, einen Abstoß. Schau noch einmal ganz genau hin. Dober lässt sich da von Feldfeinig austanzen. Und dann der Schuss von Feldfeinig, vielleicht leicht abgefälscht von Hannes Eder, aber Robert Schörgenhofer ist genau daneben gestanden, der Schiedsrichter, und hat auf Abstoß erkannt. Rapid über Katzer und Kavlak. Wieder Veli Kavlak mit dem Zug nach innen. Ähnliche Situation wie am Mittwoch im Ernst-Happel-Stadion, als er gegen Dänemark nach einer starken Aktion mit seinem Schuss Pech hatte, nur die Stange getroffen hat. Zum zweiten Mal jetzt Aufregung hier auf der Tribüne bei den Kapfenberg-Fans, auch bei Trainer Werner Gregoritsch, während Peter Bakult ganz ruhig und gelassen das Spiel verfolgt. Der vierte Offizielle, Markus Hammeter, kümmert sich einstweilen um den KSV-Coach. Der Querschläger von Milan Fugal, der Säunig kann den Ball auch nicht im Spiel halten. Kulowitz, Hofmann, wieder Kavlak. Hart aber fairer Einsatz von Patrick Osojnik. Hier ist die Viertelstunde vorbei. Rapid ganz klar spielbestimmend, ohne aber die wirklich großen Chancen herauszuspielen. Aktuell fast 62% Ballbesitz für die Gäste aus Wien. Pavlov zuletzt am Ball, wieder Einwurf Rapid. Zuma, weiter Ball auf Jelavic. Leicht gestoßen von Rausch, aber mit Sicherheit kein Foul des KSV-Verteidigers. Majstorovic. Nächster Fehler von Mario Majstorovic. Sehr unkonzentriert, der defensive Mittelfeldspieler der Kapfenberger. Und das erzürnt Werner Gregoritsch. Und das war auch ganz deutlich zu hören. Kaum Bewegung im Rapid-Angriffsspiel. Das ist das Problem der Mannschaft von Peter Bakult bisher. Etwas ideenlos. Die Kapfenberger stehen ganz gut hinten. Aber es reicht eben wirklich gut zu stehen, weil die Rapidler sehr selten es schaffen, gefährlich einmal durchzukommen. Weder durch die Mitte, schon gar nicht über die Seiten. Vielleicht gelingt es jetzt einmal den Kapfenbergern erstmals in diesem Spiel gefährlich zu werden. Standardsituation, Freistoß ausgeführt, Patrick Siegel, und da ist der Kopfball von Sercan Pavlov. Die erste gefährliche Offensivaktion der Obersteirer.
Pavlov kommt zum Kopfball, der geht allerdings deutlich am Tor vorbei. Ach, so wäre es besser gewesen. Also Geduldsspiel hier in Kapfenberg, nicht nur für die Rapidler, sondern auch für sie zu Hause. Zweikampf Rauscher gegen Gattler. Hofmann zuletzt am Ball, es gibt den Einwurf für Kapfenberg. Und immer wieder René Peter an der Seite des Rapid-Kapitäns. Ganz klar gefault, es gibt Freistoß für Kapfenberg. Wieder Freistoß-Siegel. Heinz verlängert und dann Claire Zuma. Attacke an Markus Felfanik von Stefan Kulowitz war das. Aber beide gehen hier deutlich zu sehen zum Ball. Einwurf Kapfenberg. Kein Fall von Pavlov. Felfanik schneller als Pelivan, immer noch Felfanik. Und dann die Chance für Kapfenberg, für Patrick Osojny. Nach 20 Minuten beinahe die Führung für den krassen Außenseiter. Entscheidend, dass sich hier Pavlov durchsetzt, dann Felfanik mit dem Antritt vorbei an Pelivan und dann unfreiwillig die Vorlage von Kulowitz für Osojny. Der kommt aber dann nicht zum Schuss, wird entscheidend gestört von Veli Kavlak. Und deshalb gibt es jetzt auch den ersten Eckball für den KSV Superfan, ausgeführt von Patrick Siegel. Wieder gefährlich, Pavlov verfehlt, aber dann war ein Foul dabei an Andi Dober. Rapid deutlich überlegen, aber die beste Chance im Spiel hat er jetzt Kapfenberg. Foul an Marek Heinz. Nächster Freistoß Kapfenberg. In der Defensive ist es jetzt relativ gut gelaufen für die Kapfenberger in der Anfangsphase dieses Spiels. Und jetzt wagt sich die Tore von Werner Gregoritsch auch immer weiter nach vor. Freistoß ausgeführt, diesmal von Marek Heinz. Gefährlich auf Pavlov von Feier. Tor hätte nicht gezählt, war zuvor abgepfiffen. Foulspiel von Serjan Pavlov. Hier stößt er an die Dober weg. Also aus meiner Sicht geht da Pavlov nur zum Ball. Und der Kopfball war dann auch von einem Rapidler und gar nicht von Pavlov, aber Aufregung umsonst. Peyer hätte den Ball sowieso gehalten. Aber immer wieder, vor allem nach Standardsituationen, abgesehen von dieser Aktion von Osojny, die Kapfenberger jetzt in den vergangenen Minuten gefährlich im Rapid-Strafraum.
Nächstes Foul, diesmal an Marek Heinz. Nächste Freistoßmöglichkeit für die Steirer. Foul von Pelivan an Heinz. Freistoß Siegel. Schlecht geschossen diesmal, dieser Freistoß von Patrick Siegel. Wilge Peier mit der Möglichkeit, das Spiel schnell zu machen, aber dann das Foulspiel von René Gattler. Alle Tore dieses Fußballwochenendes, egal ob aus der ADG ersten Liga oder aus der Tipp 3 Bundesliga, für Sie noch einmal kompakt zusammengefasst. Morgen bei uns auf Sky Sport Austria ab 18 Uhr. Auch morgen nach dem Basketball dann Talk und Tore. Zentrales Thema ADG erste Liga, zu Gast Adi Hütter, Walter Schachner und Michael Fuchs. Zudem unser Sky-Experte Roland Kirchler bei uns auf der Couch. Schlechter Abwurf jetzt von Helge Peier, Marek Heinz. Kulowitz, gutes Zweikampfverhalten. Aber dann ist der Ball beinahe schon wieder weg. Sehr schwer zu kontrollieren. Jelavic auf Gattler. Und dann klärt Schönberger die Situation. Sehr souverän. Felfanik. Wieder Marek Heinz. Siegel gegen Pelivan. Aber da war gar keiner. Nochmal Thomas Schönberger tanzt hier Nikica Jelavic aus und klärt die Situation. Rapid nicht in der Lage bisher, Kapfenberg wirklich unter Druck zu setzen, Torchancen herauszuspielen. Hofmann auf Kavlak, Osojnik dazwischen. Pelivan. Geringe Laufbereitschaft bei Rapid. Und deshalb gibt es einfach im Ballbesitz keine Überzahlsituation für die Mannschaft von Peter Parkholt. Und Rapid einfach nicht in der Lage, hier im Franz-Wegete-Stadion Druck auszuüben. Hofmann gegen Meistorovic. Kavlak, vielleicht geht es einmal aus der Distanz, Veli Kavlak Schuss, aber doch deutlich am Tor vorbei. Pavlov zuletzt am Ball gewesen, es gibt einen Einwurf für Rapid. Jelavic gestoßen von Rauscher.
dann auf Kavlak. Osonik setzt sich gegen Kavlak durch. Pavlov gegen Zuma. Schauen Sie mal, oben rechts. Auch im vierten Frühjahrsspiel Rapid bisher die zweikampfschwächere Mannschaft. Felfanik über die linke Seite. Pavlov, brauchst du einmal mehr heran. Sein Kopfball auf das Tor von Helge Peier. Da war vielleicht eher jetzt ein Foul dabei. Diesmal allerdings nicht unterbunden, die Situation von Robert Schörgenhofer. Hofmann. Wieder René Peter bei ihm. Kavlak. Und das Foul von Osonik und es gibt den Freistoß für Rapid. Freistoß wieder. Steffen Hofmann. Genau auf Raphael Wolf. Zuma kommt nicht mehr an den Ball. Auch bei Standardsituationen Rapid in dieser ersten halben Stunde noch nicht wirklich gefährlich hier in Kapfenberg. Wieder etwas ungenau auf Zuma gespielt. Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass bei Rapid etwas die Konzentration heute fehlt, die Genauigkeit im Spiel. Foul angezeigt vom Assistenten von Christian Trunner. Deshalb Ballbesitz Kapfenberg. Schon lange angezeigt, haben es gesehen, die Situation. Und deshalb jetzt der Freistoß ausgeführt von Milan Fukal. Pavlov gegen Eder. Eder geht K.O. Spiel läuft vorerst weiter. Heftige Proteste der Rapidler jetzt. Nikica Jelavic regt sich da fürchterlich auf. Das Duell hieß Serjan Pavlov gegen Hannes Eder. Und Pablo fährt da etwas den linken Arm aus, also hätte man auch Freistoß für Rapid geben können. Fela Kulowitz, Siegel. Heinz, etwas zu steil der Pass auf Pablo. Noch einmal die Möglichkeit für Serjan Pavlov nach der Flanke von Markus Felfanik. Da kommt er von hinten, setzt sich gegen Katzer durch, stößt aber hier den Rapid-Verteidiger etwas. Diese Situation hatte Schiedsrichter Schörgenhofer allerdings nicht unterbrochen. Der Kopfball allerdings dann kein Problem für Helge Peier im Rapid-Tor. Aber ein ums andere Mal, Serjan Pavlov, sehr gefährlich im gegnerischen Strafraum, stellt seine Kopfballgefahr immer wieder unter Beweis. Auf der anderen Seite nächste Freistoßmöglichkeit für Rapid. Diesmal darf Veli Kavlak es versuchen. Gefährlich, wieder beinahe an den Ball gekommen. Wieder Kavlak. Hofmann. Und die Kontermöglichkeit für Kapfenberg. Pavlov, gefault von Doba. War ein taktisches Foul des Rapid-Verteidigers und da hat er Glück, dass er nicht die gelbe Karte sieht, zumal es die fünfte für ihn wäre und damit müsste Andi Dober dann nächste Woche ausgerechnet im Derby gegen die Austria pausieren.
Rapid spielt zwar am Mittwoch im Cup, Achtelfinale in Linz gegen Blau-Weiß. Allerdings gelbe Karten zählen nicht bewerbsübergreifend. So, jetzt einmal Platz für Markus Katzer. Kavlak zieht wieder nach innen. Rechts kommt Kulowitz mit. Da ist die Schussmöglichkeit für Stefan Kulowitz. Entscheidet sich aber nicht für den Schuss und deshalb muss der Angriff wieder neu aufgebaut werden. Pavlov gegen Eder. Foul von Eder. Und jetzt wird es richtig mit. Das war eine Tätigkeit von Sergej Pavlov gegen Hannes Eder. Und jetzt macht Robert Schergenkopfer was? Aus meiner Sicht war das eine klare Tätigkeit von Pavlov. Schergenkopfer belässt es offensichtlich bei einer Ermahnung. Zeigt nicht einmal gelb. Hier Eder mit dem Foul an Pavlov und dann schauen Sie auf Sergej Pavlov. Eder steigt der Pavlov offensichtlich auf den Rücken, das erzürnt Pavlov. Und dann geht er auf den Verteidiger los, stößt ihn etwas weg. Eder fällt sehr theatralisch. Also Tätigkeit nehme ich zurück, aber eine Unsportlichkeit war es allemal. Pavlov hätte zumindest gelb sehen müssen. Hannes Eder, der Rapid-Verteidiger, hat natürlich auch Glück, dass er nicht verwarnt wurde für dieses Foul. Und jetzt gibt es die gelbe Karte. Und zwar für Sergej Pavlov und auch für Hannes Eder. Also beide jetzt doch mit Gelb bedacht von Schiedsrichter Schergenhofer. Da haben sie sich offensichtlich nicht beruhigen können, die beiden. Und jetzt war es Robert Schergenhofer zu viel. Vierte gelbe Karte für Hannes Eder, vierte gelbe Karte im Saisonverlauf auch für Sergej Pavlov. Immer wieder Pitter gegen Hofmann das Duell. Spielt Hofmann den Ball durch die Beine. Eins auf Siegel, Schussmöglichkeit vielleicht für den tschechischen Mittelfeldspieler. Und dann der Kopfball von Marek Heinz. Beinahe der Führungstreffer für Kartenberg. Sehenswerte Aktion der Mannschaft von Werner Gregoritsch. Eingeleitet von Siegel, der Ball auf Osojnik und dann Marek Heinz, der Flugkopfball. Da geht er runter bis auf die Grasnarbe und setzt den Kopfball nur Zentimeter am Tor von Helge Payer vorbei. Mittlerweile Kapfenberg wesentlich torgefährlicher als Rapid, dem 1:0 viel näher als der Rekordmeister. Spiel von Rapid in dieser ersten Spielhälfte nach wie vor ideenlos. Von wenig Kreativität gekennzeichnet. Und diese Attacke von Yasin Pelivan an Marek Heinz blieb ungeahndet. So ungenau das Zuspiel auf Felfanik hier von Majstorovic. Kavlak auf Gartler. Fukal zuletzt am Ball gewesen. Es gibt Eckball für Rapid.
Vierter Eckball für die Grün-Weißen. Wieder Kavlak, Wolf fährt die Faust aus. Hofmal diesmal einmal bedrängt von Feldverdick. Dober. Kulowitz auf Kavlak, der lässt durch für Markus Katzer. Marek Heinz nach der Attacke von Yasin Pelivan etwas angeschlagen und der Schuss von Andy Dober übers Tor. Rapid nur mit Weitschüssen hier halbwegs gefährlich in Kapfenberg. Das war übrigens der 8. Torschuss der Rapidler in diesem Spiel. So viele gab es gegen Salzburg über die vollen 90 Minuten. Aber kaum gefährlich Rapid. Weder gegen Salzburg, auch heute hier in Kapfenberg nicht. Und den Applaus vom Publikum hat sich mittlerweile die KSV-Mannschaft verdient. Jelavic erneut aufgehalten von Rauscher. Sarah Gadler. Steffen Hofmann kommt überhaupt nicht ins Spiel. Natürlich auch deshalb, weil ihn René Peter auf Schritt und Tritt verfolgt. Die Anordnung von Werner Gregoritsch, offensichtlich den Rapid-Kapitän auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Schauen Sie mal, technisch perfekt Werner Gregoritsch. Sich da einiges im Training von Marek Heinz abgeschaut. Hofmann auf Kulowitz, zu ungenau. Meisterovic. Guter Pass auf Felfanik, Felfanik gegen Eder. Gutes Zweikampfverhalten des Rapid-Verteidigers, hat da geschickt gewartet. Peter Packholt in Gesprächen mit seinem Co-Trainer, mit Leopold Rotter. Es gibt einiges zu besprechen für das Rapid-Betreuerteam, wohl auch jetzt dann in der Kabine in der Pause mit der Mannschaft. Denn wenn Rapid hier so weiterspielt, dann wird es nichts mit dem ersten Sieg im Jahr 2010. Freistoß längst kurz abgespielt, Hofmann mit dem Fehlpass genau auf Meisterowitsch. Aber Rapid setzt nach, Katzer. Schuss abgeblockt, aber Ball bleibt im Spiel. Jelavic, den Ball könnte er noch erlaufen. Aber es gibt sowieso Einwurf für Rapid. Dober vorbei an Meisterovic. Abstoß. Pavlov da in die Mangel genommen von Eder und Kulowitz. Freistoß Kapfenberg. Hey,
geht aber noch vor der Pause. Freistoß durch Patrick Siegel auf Marek Heinz. Er schüttelt Katz ab und kommt erneut zum Abschluss. Marek Heinz, einfach der auffälligste Spieler auf dem Platz heute Nachmittag. Nicht nur, weil er die beste Möglichkeit bisher in diesem Spiel hatte, als er den Flugkopfball nur ganz knapp am Tor von Helge Peier vorbeigesetzt hat. Dieser Schuss relativ deutlich vorbei. Nächstes Foul wieder von Eder an Pavlov. Pavlov 30, 40 Meter vom Tor weg. Trotzdem das Foul von Eder, stößt von hinten und wieder die Freistoßmöglichkeit für die Kapfenberg. Der nächste hohe Ball auf Pavlov, diesmal von Peter. Wieder Pavlov. Schuss von Siegel, abgefälscht von Summer. Es gibt noch einen Eckball für Kapfenberg. Mittlerweile hat die Nachspielzeit begonnen in dieser ersten Hälfte. Sie wird eine Minute betragen. Und es bleibt dabei, auch gegen Ende dieser ersten Spielhälfte, Kapfenberg torgefährlicher als Rapid. Und das konnte man vor Spielbeginn nicht unbedingt erwarten. Marek Heinz mit dem Eckball, Schönberger, wieder Heinz. Pelivan per Kopf. Kommt Kapfenberg noch einmal gefährlich in den Rapid-Strafraum. Pavlov. Katza genau auf Fukal und dann Pavlov. Und das war sie wohl, die letzte Aktion in dieser ersten Spielhälfte. Kapfenberg verteidigt hier nicht nur gegen Rapid. Kapfenberg spielt hier mit, hält diese Partie mehr als offen, war dem 1:0 sogar näher als Rapid. Er hatte die beste Möglichkeit im Spiel, Marek Heinz. Immer dann, wenn er am Ball ist, dann hat man das Gefühl, jetzt könnte es gefährlich werden. Steffen Hofmanns Kreise eingeengt, vor allem von René Peter. Er kommt überhaupt nicht ins Spiel, aber das gilt für die gesamte Rapid-Mannschaft. Stereotyp wie die Choräle der Rapid-Fans, das Spiel der Grün-Weißen hier im Franz-Vecchetti-Stadion. Schlicht und einfach enttäuschend, schlicht und einfach zu wenig für die Ansprüche, die die Rapidler haben. Und Marek Heinz jetzt kurz nach Ende dieser ersten Spielhälfte bei Gerhard Krawert. So, wie gut haben Sie die erste Hälfte empfunden, der Kapfenberger? Ja, also der Rapid hat gut angefangen und wir sind ziemlich defensiv, aber da haben wir zwei Kontragute gemacht und muss eine Tor machen. Ja, Sie hatten eben da eine gute Möglichkeit. Was fehlt vor dem Tor noch? Ein bisschen mehr Ruhe, also ein bisschen Glück. Wie stehen denn die Chancen auf eine Sensation heute? Ja, also es war die erste Halbzeit und wir müssen weiter sehr konzentriert hinter spielen und versuchen einfach eine Kontra zu nutzen. Es gab ein böses Foul gegen Sie. Geht es Ihnen gut? Ja, geht's wieder. Danke. Hinein in die zweite Spielhälfte. Kapfenberg gegen Rapid. Das ist der neue Mann, der jetzt mitmachen darf. Manuel Schmidt kommt beim KSV anstelle von René Peter, der in der ersten Spielhälfte Steffen Hofmann phasenweise Mann gedeckt hat. Gregoritsch bringt jetzt also Schmidt anstelle von Peter. Kann man nicht vorstellen, dass er mit der Leistung von Peter nicht zufrieden war, denn der hat gegen Hofmann seine Sache sehr gut gemacht. Auf alle Fälle jetzt also ein neuer Mann bei den Kapfenbergern. Rapid unverändert, obwohl Rapid bisher hier in Kapfenberg auf allen Linien enttäuscht hat. Peter Backhult verzichtet also vorerst auf personelle Veränderungen. Rapid hat aber bisher an diesem Nachmittag alles gefehlt, was einem Titelaspiranten eigentlich gut zu Gesicht steht. Keine Kreativität im Spiel, kaum Laufbereitschaft, das Zweikampfverhalten, alles andere als in Ordnung. Und auch die individuelle Klasse der Rapid-Spieler, und die ist ja vorhanden, das haben sie schon sehr oft gezeigt in dieser Saison, ist bisher
noch nicht aufgeblitzt. Vielleicht ändert sich das jetzt in den zweiten 45 Minuten. Wenn sich das nicht ändert, dann werden die Rapid-Fans noch länger auf den ersten Sieg ihrer Mannschaft im Jahr 2010 warten müssen. Bin neugierig, ob Schmidt jetzt auch Hofmann auf Schritt und Tritt verfolgt, so wie es aussieht. Schmidt eher rechts im Mittelfeld. Marek Heinz mit dem Schuss, und da haben Sie kurz Manuel Schmidt auch gesehen. Denkt auch Patrick Osojnik sich jetzt vielleicht um Steffen Hofmann kümmern könnte in der zweiten Spielhälfte. Schaut zumindest jetzt so aus, werden wir dann aber sehen, wenn die Rapidler erstmals in dieser zweiten Hälfte im Angriff sind. Zweiter Eckball für den KSV im Spiel. Marek Heinz. Etwas verunglückt dieser Eckball des offensiven Mittelfeldspielers. Dann haut hier Kulowitz am Ball vorbei. Und Rapid im Konter. Drei Grüne gegen zwei Rote. Unglaublich wichtig, dass er so einig diesen Zweikampf hier gewonnen hat. Da wäre Kapfenberg beinahe in einen Konter gelaufen. Und das nach einem Corner. Siegel Zweikampfsieger gegen Pelivan. Schönberger. Pelivan auf Kavlak. Hofmann hat da also einig abgeschüttelt und dann gibt es den Freistoß. Und Milan Fukal und Steffen Hofmann, die beiden Kapitäne, in heftigen Diskussionen. Leichte Berührung war da. Hofmann macht das allerdings sehr geschickt. Hebt ab. Also ich denke, da hat Fukal Hofmann sofort gestellt, ihm eine Schwalbe vorgeworfen. Und ganz falsch ist die Einschätzung des Kapfenberger Abwehrchefs hier nicht. Aus Rapid-Sicht hat Steffen Hofmann alles richtig gemacht, diesen Freistoß herausgeholt. Gute Distanz, 17, 18 Meter Torentfernung. Hofmann und Doba am Ball. Doba wird schießen und schießt in die Mauer, aber es gibt zumindest Eckball. Andi Doba, im Herbst hat er hier ein sehenswertes Tor erzielt. Jetzt holt er nach dem Seitenwechsel den ersten Eckball für Rapid raus. Den gibt es aber doch nicht. Weil hier offensichtlich ein Rapidler zuletzt am Ball war. Noch einmal der Freistoß von Doba. Also für mich war hier Siegel zuletzt am Ball und nicht Kavlak. Hätte Eckball für Rapid geben müssen. Gespielt hinein in den Strafraum. Zuma gewinnt den wichtigen Zweikampf gegen Pavlov. Aber der KSV bleibt im Ballbesitz. Nächste hohe Ball rein, wieder Zuma, diesmal vor Heinz. Und der Konter der Rapidler war Pelivan. Zuma gegen Pavlov. Immer wieder Sercan Pavlov. Gefährlich im gegnerischen Strafraum. Der arbeitet viel.
Das ist ein sehr unangenehmer Stürmer, der immer wieder auch seinen Körper in die Schlacht wirft. Und Rapid hat mit Pavlov seine liebe Not. Werner Gregoritsch im Gespräch mit seinem Co-Trainer, mit Manfred Unger. Der muss sich während eines Spiels einiges anhören. Willi Kavlak. Der einzige Rapidler, bei dem zu sehen ist, dass er spielfreudig ist, dass er zumindest Kreativität versucht auszustrahlen. Harte Attacke von Schmid, aber kein Freistoß für Rapid. So wie es aussieht, hat Werner Gregoritsch da taktisch etwas verändert zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Der KSV jetzt mit einer Dreierkette hinten, ein Fünfer Mittelfeld, Schmid und Osojnik an den Flanken. Heinz hängend hinter Pavlov, aber das war ja schon in der ersten Spielhälfte so. Aber im Defensivbereich hat er jetzt einiges verändert. Steffen Hofmann wird jetzt auch nicht mehr so strikt manngedeckt. Hier hat er jetzt auch mehr Platz. Erst jetzt kommt er Osojnik. Kavla, gute Aktion und auch starker Abschluss. Er versucht zumindest immer wieder mit Einzelaktionen für Aufsehen zu sorgen, für Torgefahr zu sorgen. Und dass er hier zum Schuss gekommen ist, Willi Kavlak, das ärgert Werner Gregoritsch offensichtlich ungemein. Heinz auf Felfanik. Kein Foul von Dober. Wieder Kavlak. Und Hofmann verliert den Zweikampf mit Rauscher. Osojnik, Meisterovic. Wieder das Duell Pavlov gegen Eder. Serjan Pavlov auch immer wieder im Gespräch mit Schiedsrichter Robert Schergenhofer. Dobert zuletzt am Ball, es gibt den nächsten Einwurf für den KSV, Patrick Osojnik. Pavlov gegen Eder. Hartes Duell. Osojnik. Patrick Siegel. Da verspringt sich der Ball. Kurzes Zwickgespräch mit dem Rasen. Achten wir mal auf den Ball hier. Patrick Siegel zieht ab und dann fährt er hier etwas unter den Ball rein, der eben versprungen ist. Deshalb geht dieser Schuss sehr weit am gegnerischen Tor vorbei. Und die Kapfenberger gehen auch in dieser zweiten Spielhälfte einfach energischer in die Zweikämpfe. Mestorovic gegen Hofmann. Osojnik sehr hart die Attacke. Und es gibt zu Recht Freistoß für den KSV, Foul von Andi Dober. Ohne Rücksicht auf Verluste, aber eben etwas zu spät kommt hier die Attacke von Dober, der auch etwas ausrutscht.
Freistoß durch Patrick Siegel auf Marek Heinz und das ist das Tor. 57. Minute, 1-0 Kapfenberg. Dass der Torschütze Marek Heinz heißt, ist kein Zufall. Schauen Sie mal, ganz alleine am Elfer. So einfach kann es gehen. Alle rechnen mit der hohen Flanke Richtung Tor. Siegel spielt den Ball flach in die Mitte. Alle Rapid-Verteidiger orientieren sich Richtung Tor und verlieren Marek Heinz völlig aus den Augen. Der ehemalige tschechische Nationalspieler, der ehemalige Legionär in der deutschen Bundesliga, bringt Kapfenberg hier gegen Rapid mit 1-0 in Führung. Und was das Schlimmste ist für Rapid, diese Führung ist verdient. Freistoß Willi Kavlak auf Andi Dober. Hofmann. Wieder Kavlak, aber der ist im Abseits. Sofort nach diesem Gegentreffer reagiert Peter Pakult jetzt. Er wird in Kürze wechseln. Und wir sehen, dass diese Entscheidung hier falsch war. Kavlak war deutlich zu sehen, nicht im Abseits. Als erster wird per Rapid jetzt in Bälde Branko Boskovic in die Partie kommen. Von Suman Pavlov. Auch Mario Konrad wird neu ins Spiel kommen bei Rapid. Also in Kürze Doppeltausch bei den Rapidlern. Guter Einsatz, Marek Heinz geht vorbei. Und dann natürlich kein Foul von Kavlak. Noch einmal Marek Heinz gegen Willi Kavlak, vierer Zweikampf, auch wenn der Ball nicht dabei war. Werner Gregoritsch schafft er es heute nach 8 Jahren wieder in der Bundesliga gegen Rapid zu gewinnen. Bisher seine Mannschaft mit einer sehr starken Vorstellung, ganz im Gegensatz zu Rapid. Und deshalb nimmt jetzt Peter Pakult einen Doppeltausch vor. Maria Konrad kommt anstelle von René Gadler, der überhaupt nicht in die Partie gekommen ist. Das gilt allerdings auch für seinen Sturmpartner, für Nikita Jelavic. Gadler, der Ex-Kapfenberger, also raus. Und es kommt auch Branko Boskovic ins Spiel, und zwar anstelle von Stefan Kulowitz. Das bedeutet also, Konrad jetzt neben Jelavic ganz vorne im Angriff bei Rapid. Und der offensivere, der spielstärkere Boskovic jetzt im zentralen Mittelfeld neben und wohl auch vor Yasin Pelivan anstelle von Stefan Kulowitz. Erste Aktion von Mario Konrad. Kavlak. Die Flanke allerdings völlig verunglückt. Peter Pakult, der versteckt sich da mittlerweile ganz zwischen seinem Turmantrainer und seinem Co-Trainer. Ja.
Marek Heinz, der Torschütze des KSV, wird an der Seitenlinie behandelt. Die Kapfenberger aktuell also nur zu zehnt auf dem Platz. Spiel unterbrochen, weil auch Mario Majstorowicz angeschlagen an der Mittellinie liegt nach diesem Duell mit Branko Boskovic. Ist der Ex-Austrianer hier liegen geblieben. Marek Heinz ist mittlerweile wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt. Aber Majstorowicz muss jetzt natürlich zumindest kurzfristig raus. Branko Boskovic hat ja seinen Vertrag bei Rapid noch nicht verlängert. Und so wie es aussieht, wird er das auch nicht tun. Soll Angebote von ausländischen Clubs haben. Könnte also im Sommer Hütteldorf verlassen. Die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. In Kapfenberg nur kurzfristig im Ballbesitz. Jelavic auf Konrad. Der Ball auf Hofmann zu ungenau. Genauso wie René Gattler hat ja auch Maria Konrad einst hier in Kapfenberg gespielt. Allerdings, als der KSV noch in der zweithöchsten Spielklasse war. Foul an Kavlak, von Schmidt, Freistoß Rapid. Katza auf Kavlak. Starke Aktion von Veli Kavlak. Aber auch gut aufgepasst von Raphael Wolf im KSV-Tor. Doba mit viel Tempo. Hofmann. Abseitsstellung von Kavlak. Schauen wir, ob Hüseyin Ayhan jetzt richtig lag mit seiner Entscheidung. Ja. Knapp aber doch Kavlak vorne. Einmal die Aktion, gut gemacht von Katza im Zusammenspiel mit Kavlak. Wenn bei Rapid Gefahr ausgeht bisher in diesem Spiel, dann hat meist Veli Kavlak seine Beine im Spiel. Wieder Freistoß Rapid. Jetzt geht es härter zur Sache, jetzt wird die Partie etwas giftiger. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Rapidler jetzt energisch in die Zweikämpfe gehen, dass sie endlich mehr Engagement zeigen in diesem Spiel. Dazu notwendig war eben offensichtlich dieser 0:1 Rückstand erzielt von Marek Heinz. Hofmann auf Doba, der schießt allerdings Majstorowicz. Boskovic. Hofmann. Und der Schuss von Veli Kavlak. Gut gehalten von Wolf. Aber wieder Veli Kavlak gefährlich. Hofmann. Und da ist der Kopfball von Markus Katzer und da ist der Ausgleich. 66. Spielminute. 1:1. Markus Katzer mit seinem vierten Saisontreffer. Zunächst Hofmann auf Kavlak, guter Schuss, gute Abwehr von Raphael Wolf. Und dann setzt der Rapid-Kapitän Steffen Hofmann nach, setzt sich gegen Schmidt durch. Katzer ist ganz allein und sorgt per Kopf für den Ausgleich. Endlich eine gelungene Offensivaktion der Rapidler, endlich Nachdruck im Spiel der Grün-Weißen und schon ist das Tor da.
Durch die Tore von Marek Heinz und Markus Katzer steht es also jetzt hier im Franz-Wecke-Stadion 1:1 zwischen Kapfenberg und Rapid. Nach wie vor aber alles offen hier. Werner Gregoritsch darf nach wie vor darauf hoffen, hier zumindest nicht als Verlierer aus dem Stadion zu gehen. Gegen Kavlak, ein Wolf Kapfenberg. Fukal mit dieser Kerze. Hofmann. Endlich versucht jetzt Rapid auch einmal über die Flanken zu kommen. Die Kapfenberger Defensive unter Druck zu setzen. Nikica Jelavic angeschlagen. Der Kroate rappelt sich jetzt wieder auf, genauso wie Hannes Eder. Wird das Duell Osojnik gegen Jelavic. Schiedsrichter Schergenhofer hat zu Recht nicht auf Foul erkannt. Erster Wechsel im Spiel, jetzt also im Verlauf dieser zweiten Spielhälfte bei den Kapfenbergern. Nach Schmid jetzt Antonio Di Salvo auch im Spiel anstelle von Serjan Pavlov. Antonio Di Salvo trifft auch einen alten Bekannten wieder, nämlich den Rapid-Kapitän Steffen Hofmann. Mit dem war er einst gemeinsam im Nachwuchs von Bayern München. Und der Schuss von Nikica Jelavic. Erste gefährliche Offensivaktion nach der Pause des Rapid-Stürmers. Überhaupt sein erster Torschuss im Spiel am heutigen Nachmittag, Nikica Jelavic. Diesem Fehlpass von Kavlak war nur der Rasen schuld. Foul von Katza an Heinz. Die beiden Torschützen also im direkten Duell. Einwurf Rapid, davor gibt es allerdings den dritten und letzten Wechsel bei den Grün-Weißen. Anstelle von Veli Kavlak, jetzt neu im Spiel Christopher Drazan. Veli Kavlak für mich bisher der aktivste
Rapidler, aber vielleicht etwas müde, ist er auch etwas angeschlagen ins Spiel gegangen mit einer leichten Oberschenkelverletzung. 5 Torschüsse hat Veli Kavlak am heutigen Nachmittag abgegeben, die meisten bei seiner Mannschaft auf seiner Position. Links im Mittelfeld jetzt Christopher Drazan im Spiel. Eckball Rapid durch Steffen Hofmann. Wolf hier hart bedrängt von Boskovic, nah dran am Foul, diese Aktion des Rapid-Mittelfeldspielers. Im Torraum war die Attacke an Raphael Wolf von Branko Boskovic. Jetzt der Schergenhofer hat trotzdem weiterspielen lassen. Salvo gegen Katzer. Es ist deutlich mehr Bewegung im Spiel der Rapidler, die Laufbereitschaft viel höher als in der ersten Spielhälfte. Katzer. Boskovic. Boskovic auf Konrad. Maria Konrad, gute Aktion. Kommt hier zumindest zum Abschluss. Auch wenn Rapid jetzt besser spielt als vor der Pause, auch besser spielt als in der Anfangsviertelstunde dieser zweiten Spielhälfte, im Großen und Ganzen die Vorstellung der Rapidler hier mehr als enttäuschend. Aber noch ist ja die Rapid-Viertelstunde hier Zeit, um vielleicht doch noch den ersten Sieg im Jahr 2010 einzufahren. Boskovic auf Konrad Schmidt. Schießt Konrad an und es gibt Abstoß. Von Schmidt an Drazan. Es gibt trotzdem nur Einwurf für Rapid. Oder doch jetzt? Nein, gibt Freistoß.
viel besser, viel aufwendiger das Rapidspiel hier ist. Immer wieder wird es da gefährlich, weil die Grün-Weißen über die Seiten kommen. Vor allem auch auf der linken Flanke. Zuvor Kavlak gefährlich, jetzt auch Drazan über links, unterstützt von Katzer. Das Spiel der Rapidler findet jetzt einfach weiter vorne statt. Die Kapfenberger werden immer wieder auch sofort attackiert, im Aufbauspiel gestört. 1 im Zusammenspiel mit Di Salvo. Majstorovic versucht es aus der Distanz, der Ball von Eder abgeblockt und es gibt Eckball. Aber nur mehr ganz selten die Entlastungsangriffe der Obersteirer. Und die Kapfenberger lassen sich natürlich alle der Welt. 6-mal sind sie in der Bundesliga gegen Rapid bisher angetreten, 6-mal haben sie verloren. Schaffen sie heute zumindest den ersten Punkt. Eckball Siegel und dann Summer. Schmidt setzt nach. Der Kapfenberg bleibt im gegnerischen Strafraum immens gefährlich. Jetzt allerdings Konterchance für Rapid. Drazan. Vorbei an Osojnik. Immer noch Christopher Drazan. Gute Aktion. Und da ist Steffen Hofmann. Der Kapitän trifft aber den Ball nicht richtig. Völlig frei Steffen Hofmann hier bei diesem Schuss, aber wie gesagt, die Bodenverhältnisse hier sehr schwierig im Franz-Fekete-Stadion, auch für den Rapid-Kapitän bei dieser Aktion. Antonio Di Salvo mit dem Foul an Hannes Eder, aber Di Salvo beschäftigt die Rapid-Defensive nicht so sehr wie davor Pavlov. Werner Gregoritsch wird in Kürze zum dritten Mal wechseln. Bringt einen weiteren Defensivspieler, nämlich Stefan Erkinger, zentraler defensiver Mann im Mittelfeld. Wird wohl für Mario Majstorovic kommen. Fehler Milan Fukal, Boskovic im Zusammenspiel mit Konrad. Dann klärt Rauscher die Situation. Mario Majstorovic, vielleicht seine letzte Aktion, dieses Foulspiel an Steffen Hofmann, so ist es. Mario Majstorovic geht jetzt raus. Er hat sehr schwach begonnen, war allerdings nicht voll fit, war stark verkühlt unter der Woche und für ihn ist die Partie jetzt 10 Minuten vor dem Ende vorbei. An seiner Stelle kommt Stefan Erkinger und der wird auch die Position von Majstorovic im zentralen defensiven Mittelfeld übernehmen. Apropos, Stefan Erkinger erzielte gegen Rapid sein erstes Bundesligator. Drazan und Katze erneut im Zusammenspiel. Wenn Rapid gefährlich ist, dann über links. Gute Attacke von Drazan, fair gegen Schmidt. Und dann die Chance für Nikica Jelavic und es gibt Eckball. Die Kapfenberger reklamieren Foulspiel
an Manuel Schmidt. War auch wohl ein Foulspiel. Drazan ist hier Schmidt auf den rechten Fuß gestiegen. Hat zwar den Ball gespielt, aber sehr hart die Attacke von Drazan. Pilivan. Links Drazan wieder ganz allein. Wieder gute Flanke von Christopher Drazan. Und die Kapfenberger, die stehen jetzt sehr tief, immer zwischen 5er und 11er. Und deshalb wird es sehr oft gefährlich. Die Leistung Rapids etwas seit der 60. Spielminute in Ordnung. Was davor war, das war einfach zu wenig für einen Titel aus Peranken. Aber jetzt stimmt zumindest das Engagement. Jetzt stimmt phasenweise auch die Kreativität und jetzt stimmt vor allem auch das Zweikampfverhalten der Mannschaft von Peter Backholt. Das war in den ersten 60 Minuten ganz und gar nicht so. Die Salvo zieht hier durch gegen Katzer. Da war Antonio Di Salvo einfach zu spät dran im Zweikampf mit Markus Katzer, hier deutlich zu sehen. Boskovic gegen Schönberger. Also das mit dem Sieg wird wohl nichts heute für Werner Gregoritsch. Aber ein Punkt ist nach wie vor im Bereich des Möglichen für den KSV gegen Rapid. Foul von Drazan und Schmidt. Einfach eine Augenweide, wie er das Spielgerät behandelt. Jackinger rein in den Strafraum. Und wer sagt's denn? Stefan Jackinger mit seiner ersten auffälligen Aktion im Spiel. Noch etwas mehr als 5 Minuten. Plus etwaiger Nachspielzeit natürlich. Beinahe jeder gewonnene Zweikampf wird jetzt von den Fans des KSV schon gefeiert. An Katzer. Wieder Drazan gegen Schmidt. Boskovic. Drazan holt zumindest wieder einen Eckball raus. Insgesamt 7. Corner jetzt für Rapid. Zum Vergleich, es gab 4 Eckbälle für Kapfenberg bisher.
Kurz abgespielt, Hofmann auf Boskovic. Wieder Hofmann. Billiwa. Gefährlich und da ist der Treffer. Mario Konrad bringt Rapid mit 2:1 in Führung. Das Ganze in der 87. Spielminute. Ausgangspunkt. Der Corner von Hofmann. Dann der quergespielte Ball. Und dann haben die Roten eigentlich die Kugel schon. Verlieren zweimal den Ball. Zuma mit gutem Einsatz. Der Ball zur Mitte von Pelivan. Jelavic verfehlt. Aber Mario Konrad trifft. Zweiter Saisontreffer für Konrad. Und ein ganz wichtiger. Rauscher hat hier etwas gezögert, hat vielleicht auch Konrad übersehen. Und der trifft zur Führung für Rapid. Und so wie es aussieht, kann Kapfenberg einfach nicht gegen Rapid punkten. Kann Werner Gregoritsch einfach gegen die Grün-Weißen nicht mehr gewinnen. Am 2. August des Vorjahres hat Mario Konrad beim 5:1 Heimsieg gegen Austria Kärnten getroffen. Und jetzt macht er das wichtige Tor, sorgt vielleicht dafür, dass Rapid zum ersten Mal im Jahr 2010 gewinnen kann. Sorgt auch dafür, dass Rapid wichtige 3 Punkte macht. Salzburg hat ja gestern nur unentschieden gespielt gegen Wiener Neustadt. Die Austria gegen den LASK verloren. Diese 3 Punkte wären für Rapid heute immens wichtig im Rennen um den Titel in der Tipp 3 Bundesliga. Ja. 60 Minuten lang hat hier Rapid schwer enttäuscht. Aber vielleicht reicht eine starke halbe Stunde hier im Franz-Wegete-Stadion, um doch 3 Punkte einzufahren. Manuel Schmidt. Letzte Minute der offiziellen Spielzeit läuft bereits. Marek Heinz. Zuma blockt den Ball ab. Schmidt-Schuss. Kein Problem für Helge Peier. Werden nachgespielt. Noch 3 Minuten Zeit für Kapfenberg, um vielleicht doch noch den ersten Punkt in der Bundesliga gegen Rapid seit 53 Jahren zu machen. Schönberger, und da war sie die Möglichkeit, aber das Tor hätte nicht gezählt, denn Abseitsstellung angezeigt von Markus Felfanik. Ganz knapp war Felfenig bei der Kopfballverlängerung da vorne. Noch 2 Minuten. Kapfenberg war hier ganz nah dran an einer Sensation. Hat sich da abgestützt auf Steffen Hofmann, deshalb gibt es einen Freistoß für Rapid.
erstmals jetzt Peter Parkholz in der Nachspielzeit mit lautstarken Anweisungen an der Linie. Kein Zufall auch, dass beide Rapid-Tore nach Flanken gefallen sind. Das erste Tor Flanke Hofmann, Kopfball Katzer. Das zweite Tor Flanke Pelivan, Tor Konrad. Immer dann, wenn Rapid über die Seiten gekommen ist, dann ist es gefährlich geworden. Aber jetzt vielleicht noch einmal Gefahr für das Tor von Helge Payer. Flanke von Milan Fukal und dann ist der Ball im Tor, da ist der Ausgleich. Ja, gibt's denn das? Markus Felferig, 2:2, 93. Minute. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Schauen Sie sich diese Freude bei Werner Gregoritsch an. Das Spiel schien schon vorbei und dann die letzte Aktion. Milan Fukal nach Pass von Marek Heinz. Der Abwehrchef mit vorne, die Flanke rein, der Fehler von Helge Payer. Dann das Tor von Markus Felferig. Helge Payer ermöglicht da Felferig diesen Schuss, ermöglicht Kapfenberg das 2:2. Nachspielzeit ist bereits vorbei. Geht sich noch ein Rapid-Angriff aus? Steffen Hofmann. Auf Mario Konrad. Konrad gegen Rauscher. Noch einmal Hofmann. Die Salvo blockt die Flanke und das war's. Endlich ist es soweit. Werner Gregoritsch holt seinen ersten Punkt gegen Peter Parkholz und Rapid. Nach 6 Niederlagen ein Unentschieden für die Kapfenberger gegen den Rekordmeister. Und Rapid, es bleibt dabei, kann einfach im Jahr 2010 nicht gewinnen. Ein 0:1 gedreht durch die Tore von Katzer und Konrad. Und dann in der 3. Minute der Nachspielzeit. Felferig mit dem Ausgleich zum 2:2 nach Fehler von Helge Payer und damit wieder nur ein Punkt für die bitter enttäuschten Rapidler, die auch bitter enttäuscht haben in den ersten 60 Minuten. Kapfenberg hat aufopfernd gekämpft, hat sehr diszipliniert gespielt, aber auch mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft nach vorne. Ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Dann das vermeintliche K.O., aber das zeichnet die Mannschaft von Werner Gregoritsch auch aus, dass sie nie aufgibt, dass sie Zweikämpfe sucht, dass sie mit viel Herz spielt und deshalb zu einem verdienten Unentschieden gegen Rapid gekommen ist. Das sind die Zahlen dieser Partie. Entscheidend die Ballkontakte, ganz klares Plus für Rapid. Rapid hat 60 Minuten lang aus diesem Ballbesitz nichts gemacht. Aber Kapfenberg hat über 90 Minuten mehr Zweikämpfe gewonnen. Und das war auch sehr stark. Die Flanken, schauen Sie mal, 23 von Rapid, die meisten nach der Pause. Zweimal hat Rapid getroffen nach einer Flanke. Von links Hofmann, von rechts Pelivan hat zweimal getroffen. Aber letztlich gibt es hier wieder keinen Sieg für Rapid, denn Kapfenberg hat noch den Ausgleich geschafft in der Nachspielzeit durch Markus Felferig und der steht bei Gerhard Grabert. Ja, Markus Felferig, wie groß ist jetzt die Freude über diesen Punkt, den man da in letzter Sekunde noch geholt hat? Ja, also für mich natürlich und für die ganze Mannschaft riesengroß. Also ich sage, es ist ein gerechtes Unentschieden, weil also der Hofmann selber gesagt, wir haben einen Toten auferweckt, wo sie das 2:1 gemacht haben, also spricht der alles. Und die haben durch nichts ein 2:1 gemacht. Und dann finde ich, dass das ein gerechtes Unentschieden war am Schluss. Also ein typisches Kapfenberg-Spiel auch, eine Mannschaft, die sich einfach nicht unterkriegen lässt. Ja, wer uns kennt, der weiß, wir kämpfen bis zur letzten Minute. Und der Platz war schwierig zum Spiel, aber wir kämpfen und das war am Schluss die Belohnung. Schildern Sie nochmal diese Situation da, letzte Sekunde. Ja, es war ein Konter über rechts, glaube ich, der Milan Fukal. Vom Verteidiger aus Stürmer umfunktioniert,
schaut auf, probiert eine lange Flanke und der kommt mir auf den Fuß und ich habe sofort abgezogen und das war da, Gott sei Dank. Auch ein bisschen Danke an die Rapid Abwehr da, Helge Bayer. Ja, sicher. Also sie sind zusammengerannt und ich habe Danke gesagt am Schluss. Wie wird heute noch dieser Punkt zelebriert? Ja, Füße hochlagern, sie schmerzen. Danke. Ja, sie sind viel gelaufen, die Kapfenberger, und sie haben sich diesen Punkt auch redlich verdient mit einer kämpferischen Sonderleistung heute Nachmittag. Die Rapid-Spieler auf dem Weg zu den Fans, schauen Sie mal, das war vor ein paar Minuten. Die Fans haben gepfiffen und dann sind die Rapid-Spieler sofort wieder umgedreht und mittlerweile längst in der Kabine. Enttäuschung natürlich bei den Grün-Weißen, aber einer stellt sich den Fragen von Gerhard Grabert. Mario Konrad, beinahe wäre er zum Matchwinner heute geworden. Ja, Mario Konrad, wie sicher hat man sich schon gefühlt am Schluss mit diesem ersten Sieg im Frühjahr, der so zum Greifen nah war? Ja, ich glaube, wenn man in der 87. Minute das 2-1 macht, dann kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass man die Partie gewinnt. Vor allem, es hätte auch uns sehr gut getan, weil wir jetzt doch die letzten Partien hergegeben haben, hergeschenkt haben. Somit wäre es für uns wieder super gewesen, dass wir zurückkommen. Nur das Bittere war halt dann das Tor. Und ja, wenn man halt da momentan in der Scheißkasse drin ist, ist es halt schwierig, dass man da rauskommt. Heute hätten wir es schaffen können, haben es aber leider nicht genutzt. Was war denn da los? In der letzten Minute lässt man sich auswärts auskontern. Wie geht das? Ich muss es auch noch mal sehen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es war da auf der Outline eine Situation, wo man den Ball hätte rauslassen können, haben wir aber nicht gemacht. Ja, es ist schwierig. Da spielen ein paar Faktoren zusammen und das hat halt leider nicht gereicht. Und wir müssen sich das alle angreifen anscheinend. War eine halbe Stunde heute, eine gute halbe Stunde von Rapid einfach auch zu wenig gesehen über diese 90 Minuten? Ja. Ich meine, wir haben gewusst, dass Kapfenberg keine schlechte Mannschaft hat. Vor allem da zu Hause kann man ihnen alles zutrauen. Die Platzverhältnisse haben ihnen natürlich auch in den Karten gespielt. Und für uns war es schwierig. Wir haben nicht so unser Spiel aufziehen können. Sind dann auch 1-0 in Rückstand gegangen, haben uns dann nochmal zurückgefightet und dann leider das bittere Tor zum Schluss. Erneut ein moralischer Dämpfer jetzt auch schon im Hinblick auf das Wiener Derby? Naja gut, wenn man die Ergebnisse gestern gesehen hat, dann wäre es natürlich umso besser gewesen, wenn wir heute 3 Punkte mitgenommen hätten. So ist halt jetzt nur 1 Punkt geworden, aber ich glaube, für nächste Woche spielt das überhaupt keine Rolle. Ich meine, Derby ist immer was Eigenes und da werden wir den ersten Sieg heuer an. 3 Minuten vor dem Ende jubelt Mario Konrad, jubelt Rapid, raus aus der Krise und dann die Nachspielzeit. Kapfenberg und Werner Gregoritsch im Jubelrausch. Am Ende ein 2:2 Unentschieden zwischen dem KSV Superfund und dem SK Rapid hier im Franz-Feketti-Stadion. Begrüße Sie zur Analyse dieses Sonntagsspiels gemeinsam mit unserem Sky-Experten, mit Andreas Herzog. Andreas, letztlich ein gerechtes Unentschieden? Ja, ich glaube, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, hat Kapfenberg heute mit ihren Möglichkeiten ein tolles Spiel abgeliefert. Rapid erste Halbzeit weniger. Nach dem 1-0 sind sie zurückgekommen und da hat man dann gesehen, dass die Mannschaft schon Qualität hat. Aber natürlich in der Nachspielzeit in Führung liegend so ausgekontert zu werden, das zeigt halt momentan, dass da auch einige entscheidende Fehler passieren und das, wenn man ganz rauf will, dürfen die einfach nicht passieren. Möglicherweise also Qualitätsmängel, die da bei Rapid letztlich um den ersten Sieg im Jahr 2010 gebracht haben. Pause war 0:0, Kapfenberg in der ersten Hälfte mit 1-2 guten Aktionen, gefährlichen, aber dann in der zweiten Hälfte mit der Führung durch einen herausragenden Spieler, nämlich nach einer Standardsituation. Klares Foul von Doban Osojnik und dann der Freistoß, den Patrick Siegel sehr geschickt auf Marek Heinz abspielt, 57. Minute, Kapfenberg geht in Führung. Ja, perfekter Freistoßtrick. Also Rapid spielt Manndeckung und die Kapfenberger blocken in Marek Heinz komplett frei. Und wenn der einmal 10-11 Meter einen Ball am starken linken Fuß hat, war es einfach klar, dass er den Ball rein hat und es war ein fantastischer Freistoßtrick. Sehen wir nochmal den Blick genau auf Marek Heinz, wie er sich da geschickt löst. Na, löst er. Der Markus Katzer steht neben ihm, alle machen einen fantastischen Job. Der Einzige, der ihn nicht macht, ist der Markus, aber er kann es gar nicht anders machen, weil, glaube ich, der Schönberger und der Fuckerl wegblocken, durch das kommt er dann viel zu spät. Und es ist einfach das Risiko bei der Manndeckung, dass man sich eben dann einen Spieler den Raum komplett freigibt, weil eben
zwei, drei Spieler den Gegenspieler, denjenigen wegblocken, sowas eben bei Markus Katzer, und war eine wunderschöne Aktion von Kapfenberg. Also in erster Linie schon Kompliment an Kapfenberg für diese Aktion. Nein, man muss für jede Situation oder für jede Angelegenheit die richtige Lösung haben. Und das ist eben bei Manndeckung so, dass dann gewisse Räume freikommen, und das haben sie fantastisch ausgenutzt. Ja, grüßen jetzt auch den Kapfenberg-Trainer Werner Gregoritsch bei uns. Wir haben gerade das 1:0 gesehen, einstudiert, so hat es zumindest gewirkt. Ja, wir haben natürlich sehr viele Standardsituationen probiert, auch im Training, und die zwei Tschechen machen das besonders gern, und ich glaube, das war eine perfekte Geschichte, vor allem weil der Marek Heinz auch perfekt freigeblockt worden ist. Rapid hat Manndeckung gespielt, und das war für mich eine wunderschöne Aktion, muss ich sagen. Wir sehen auch nochmals den Trainer, das Tor, das 1:0, und wir stellen ja insgesamt fest, dass von 28 Toren der Kapfenberger 14 aus Standardsituationen fallen, also 50%. Und Andi, wir haben ja auch vor dem Spiel und in der Pause schon gesagt, Kapfenberg ist vor allem bei Standards immer gefährlich. Es ist eine sehr zweikampfstark, und das ist natürlich auch bei Standardsituationen so, dass du das entscheidende Duell gewinnen musst. Und sie haben in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Kopfballmöglichkeiten gehabt, und das war einfach das, was wir vorher gesagt haben, wo sie Rapid richtig wehtun können, und das ist ihnen heute sehr, sehr gut gelungen. Werner, insgesamt in der ersten Hälfte mit den besseren Möglichkeiten, das 2:2 für Sie leistungsgerecht? Ja, wenn man bedenkt, dass wir natürlich jetzt auch dumme Fehler gemacht haben bei den Toren, das muss man auch dazu sagen, und vor allem nach dem 1:1 ganz einfach die Hose voll gehabt haben, unter Anführungszeichen. Zeit, das war dann auf einmal eine Situation, wo man geglaubt hat, ich spiele Handball, weil meine komplette Mannschaft im 16er drinnen war. Und dann ist ja das dumme 2:1 passiert. Aber schlussendlich muss man sagen, dass die Mannschaft sich nie aufgeben hat. Und ich glaube, dass man heute ein packendes Spiel gesehen hat. Vom Fußballerischen auf dem Boden ist es sehr schwer. Rapid hat auch die besseren Einzelspieler, aber ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft heute den Punkt absolut verdient hat. Ja, wir können uns ja auch die weiteren Tore noch ansehen. Das 1:0 von Heinz haben wir also gesehen. Und ab diesem Zeitpunkt, Andreas Herzog hat es auch angesprochen, Rapid sicherlich mit den tonangebenden Spielmodus Momenten, und der Ausgleich dann in der 66. Minute durch Markus Katzer. Da ist zunächst Hofmann, der Kavlak bedient, dessen Schuss kann noch Wolf bravourös meistern, aber insgesamt stimmt dann Andreas die Ordnung nicht ganz mehr, weil Katzer völlig frei zum Ausgleich kommt. Ja, vergisst man hinten am zweiten Pfosten auf Katzer, das war zuerst eine schöne Aktion über Kavlak. Da hält der Wolf hält noch ganz gut, dann kommt der Steffen Hofmann durch. Muss man vielleicht versuchen, die Flanke zu unterbinden, natürlich. Glaubt da jeder, dass auf der Situation der Steffen auf seinen starken rechten Fuß nach innen geht. Und es war aber in dieser Situation einfach so, das sieht man auch, dass da 6, 7 Rapid-Spieler in der Offensive viel, viel wirksamer waren wie noch in der ersten Halbzeit, und da hat es dann auch für Rapid besser ausgesehen. Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie in der Pause auch umgestellt haben? Es war dann eine Dreierkette eigentlich in der Defensive in der zweiten Hälfte zu sehen. Nein, wir haben nach 5 Minuten schon auf eine Dreierkette umgestellt. Bewusst, wir haben den Peter René dann auf den Hofmann spielen lassen. Der hat super gespielt, hat den Hofmann erst zu meiner Meinung nach komplett aus dem Spiel genommen, hat sich aber leider verknöchelt, verletzt. Das hat mir sehr wehgetan, aber man muss ja sagen, dass der Schmidt Manuel dann zweite Halbzeit vor allem in der Offensive mehr Akzente über die rechte Seite gesetzt hat. Nur man muss dazu sagen, nach dem 1:0 war die Mannschaft total happy, hat schon gedacht, ja, das ist der erste Dreier gegen Rapid. Und dann muss man dazu sagen, haben wir nicht nachgesetzt, sondern haben mehr oder weniger geglaubt, wir können das Ergebnis verwalten, haben Angst bekommen vor dem Ergebnis. Und das 1:1 war die logische Folge. Und wie gesagt, das 1:2 war dann die logische Folge. Das 1:1 war für mich die logische Folge, und das 1:2 natürlich dann dazu. Also wir waren dann in dem Moment, vor allem weil Rapid die Schlagzahl erhöht hat, dann natürlich im Nachteil. Und das können wir uns auch ansehen, das 1:2. Da schien nämlich zunächst schon die Aktion eigentlich beendet gewesen zu sein, nach dem Eckball bzw. der Flanke, den Pass von Hofmann. Ja, waren eigentlich Pass sowohl rüberkommt auf Sommer, Fehlpass von Sommer, da sind Schmidt und Erking eigentlich schon am Ball gewesen, verlieren aber dann nochmals den Ball, Andi, und dann kommt das 2:1 durch Mario Kong. Ja, es war eine ganz wilde Aktion. Wenn gleich der erste Abpraller weit nach vorne geschlagen wird, läuft der Felvernik von tief von der eigenen Hälfte allein aufs Tor, hätte die Riesenmöglichkeit aufs 2:1 für Kapfenberg. Und so hat man dann heute, und Rapid hat auch wieder mit Sommer 1-2 Fehlpässe, dann haben sie wieder den Ball zurückerkämpft, dann kommt die Flanke, und dann wird es natürlich schwer, in einer Notsituation dann das Richtige zu machen. Und dann steht hinten am zweiten Pfosten Konrad genau richtig, und es war für ihn natürlich ein ganz, ganz wichtiges Tor, wenn man zu diesem Zeitpunkt geglaubt hat, das ist das Siegestor. Wenn Sie das sehen, Werner Gregoritsch, dann ist es besonders ärgerlich, dass man durch individuelle Fehler sich möglicherweise beinahe um den Lohn gebracht hätte. Ja, da war ich eigentlich sehr verärgert, weil es völlig unnötig war, und Andi richtig gesagt hat, mit mehr Entschlossenheit bekommen wir schon früher den Ball in die Offensive. Rapid hat alles riskiert, Felvernik war alleine auf der Mittelauflage, und
Vor allem dann bin ich mir vorgekommen, da ist ein Flipper-Spiel auf dem ganzen Platz. Da ist der Ball hin und her gehüpft. Wir haben keine Kontrolle mehr gehabt. Und der Schmidt kriegt noch einmal einen Ball, spielt wieder hin, der spielt ihn zurück. Da muss der Ball ganz einfach nach vorne gespielt werden. Es war Druck von Rapid. Und wenn ich da den Ball auch auf blind in die gegnerische Hälfte spiele, habe ich eine super Counterchance. Ja, Andi, und dann waren eigentlich für alle schon klar, mit dem 2:1 wird sich Rapid nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber es kam ganz anders, nämlich der Ausgleichstreffer zum 2:2 in der Nachspielzeit. Da hat Mario Konrad zuvor gemeint, eigentlich wäre der Ball unter Umständen schon draußen gewesen. In dieser Situation, man hätte sich eigentlich ruhiger noch die letzte Minute gestalten können, aber der Drazan lässt den Ball im Spiel und dann kommt es überhaupt zu dieser Möglichkeit, nämlich zum Pass dann von Fukal, die Unsicherheit von Payer und Felfanik mit dem Ausgleichstreffer. Ja, also Kapfenberg hat normal alles riskiert, der Pittl haben sie da nicht besonders gut angestellt, aber das ist halt in dieser Phase momentan. Sie haben einfach nicht die Erfolgserlebnisse in den letzten Wochen gehabt. Dann kommt der Innenverteidiger Fukal rechts durch. In der Mitte zwischen Helge Payer und Andi Tober ist ein Missverständnis. Ja, es ist eine sehr schöne Flanke und den Ball muss man auch erst einmal reinmachen. Also in der Nachspielzeit kann sich der Ball auch einmal leicht verspringen. Und das ist die Überzeugung, was man erste Halbzeit von Felbernick ein bisschen abgegangen ist, dass er eben mit Tempo noch mehr in den Strafraum reingeht. Dann ist er auf der linken Seite ganz ein gefährlicher Mann. Werner, also am Schluss noch für Sie auch der Ausgleichstreffer. Ist das auch ein Zeichen, dass die Mannschaft aktuell auch an sich glauben kann, weil man auch relativ komfortabel in der Meisterschaft in der Tabelle liegt? Ja, das war insofern ein Geduldsspiel und vor allem auch ein Spiel mit dem Kopf, weil wir ja in den Spielen zuvor gegen Rapid nicht den Funken einer Chance gehabt haben oder zumindest nie eine Möglichkeit gehabt haben, dass wir wirklich ernsthaft den Gegner in Schwierigkeiten bringen. Und heute hat die Mannschaft gezeigt, warum sie auch so gute Leistungen abliefert im Frühjahr. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Ausgleich, obwohl er spät ist und glücklich ist, zu so einem Zeitpunkt absolut verdient. Wir können uns auch die Frühjahrstabelle ansehen, wo Rapid also jetzt den 2. von 12 möglichen Punkten gemacht hat, damit auf Platz 8 liegt, hinter Wiener Neustadt, hinter Kapfenberg, hinter LASK, hinter Mattersburg und deutlich hinter den 3 Konkurrenten um die internationalen Startplätze. Ich glaube, das verdeutlicht ganz deutlich, dass man durchaus von einem Horrorstart von Rapid sprechen kann. Ja, sicherlich kein optimaler Start. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sie 3 Auswärtsspiele gehabt haben. Aber trotzdem muss man einfach von einem Tabellenführer in der Winterpause auch erwarten, dass sie dann schwere Spiele auswärts gewinnen. Das ist ihnen momentan einfach noch nicht gelungen. Heute haben sie eine Riesenmöglichkeit dazu gehabt. Sie haben in der zweiten Halbzeit Klasse bewiesen, hier in Kapfenberg ein Spiel wieder umzudrehen, das hat schon gewisse Qualität, aber dann eben in der Nachspielzeit so entscheidenden Fehler zu machen, das tut natürlich heute bitter weh. Insgesamt haben Sie einen Aufwärtstrend erkennen können, wenn ich Ihre Worte da richtig interpretiere. Aber, in der zweiten Halbzeit schon, muss man schon sagen, weil ich meine, wir haben ja vorhin ein Spiel gesprochen, man kann hier nicht irgendwelche Leckerbissen heute erwarten in der Situation. Mannschaft steht unter Druck und dann eben in Rückstand das Spiel noch einmal zu drehen, auch total initiativ zu sein, hier alles zu riskieren und hat es zeitlang ganz gut ausgesehen, aber anscheinend fehlt auch das ein Quäntchen Glück und natürlich auch in den entscheidenden Phasen dann das Quäntchen Klasse momentan. Ja, man hat das Spiel gedreht und dann doch nicht gewinnen können. Peter Backholt, was war denn los da am Schluss? Wir haben eh alle mitgesehen, dass man einfach sich da in der letzten Minute nicht gut im Abwehrverhalten verhalten haben. Dann, ich habe das zweite Tor noch nicht gesehen, ich muss mir das erst einmal in Ruhe anschauen. Und dann, ja. Auswärts eben dann ganz am Schluss noch so einen Konter zu fangen, woher rührt das? Ist ja keine unroutinierte Mannschaft, Ihre Truppe. Es fängt ja da auf, wir haben den Ball, wir haben vorne einen Einwurf, den halten wir nicht gut. Dann spielen wir da auf der Mittelauflage auf 10 Quadratzentimeter, besser hin und her, einen schlechten auch noch. So kommt der Marek. Man kann im Nachhinein weiß man immer, was man in dieser Situation besser zu machen gehabt hätte. Wie schaut jetzt die generelle Einschätzung aus dieser Partie? Man war lange verhalten und dann eigentlich mit dem Rückstand ist man erst so richtig gekommen. Ich denke mal, wir haben so begonnen, wie es eigentlich gehört hat. Die ersten 15 Minuten haben wir wirklich so begonnen, Druck gemacht. Und nach 15 Minuten waren wir auf einmal nicht mehr so in dem Spiel. Und wie Sie es ja richtig sagen, sind wir erst nach diesem 1-0 Rückstand wieder in das Spiel richtig reinkommen, haben dann auch dementsprechend Druck gemacht, aber wie gesagt, zum Schluss wieder nicht aufgepasst, auch beim ersten Tor nicht aufpasst. Jetzt hätte man heute die gute Möglichkeit gehabt, eben aufgrund der Ergebnisse gestern auch, dass man sich oben wieder ranschiebt an Salzburg. Wie sehen Sie jetzt die Aussichten in diesem Titelrennen? Ja, hätte, wäre, wenn, braucht man nicht reden, sagen, im Nachhinein weiß man immer, sondern es ist ja so, dass wir heute halt nicht einen Dreier gemacht haben. Haben wirklich einen
keinen guten Rückrundenstart und müssen sich natürlich jetzt weiterhin steigern und weiterhin konsequenter werden, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Die Rapid-Spieler müssen jetzt also auslaufen hier im Franz-Fekete-Stadion und die Enttäuschung sieht man durchaus, wenn man so kurz vor dem ersten Saisonsieg im Frühjahr gestanden wäre. Die Ergebnisse dieser 23. Runde im Gesamtüberblick, alle fünf Spiele. Es gibt insgesamt zwei Unentschieden, nur einen Heimsieg, nämlich jenen von Sturm gegen Ried. Ansonsten also zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege von Mattersburg und vom LASK. Der Tabelle also Salzburg jetzt 6 Punkte, wie schon seit gestern vor Rapid allerdings jetzt, aufgrund der besseren Tordifferenz Rapid vor der Austria. Sturm nur einen Zähler hinter den beiden Wiener Clubs. Und am Tabellenende sehen wir also den Vorsprung von Kapfenberg mittlerweile 16 Punkte. Das ist aber wohl alles ohnehin schon entschieden. Ganz unten oben hingegen, Andreas, geht es vor allem um die Europa-League-Plätze, sage ich mal, 2 und 3. Ja, es geht vor allem um einen Meistertitel, aber da schaut es für Salzburg momentan sehr, sehr gut aus. Dahinter ist Rapid Austria, also in der Situation, wie Rapid jetzt ist, habe ich gesagt, das unangenehme Gegner ist heute auswärts in Kapfenberg zu spielen. Nächste Woche gegen Austria Wien ist natürlich wieder umso schöner, weil da kann man die letzten negativen Wochen sofort wieder vergessen machen mit einem Heimsieg. Und das Gleiche zählt natürlich für die Austria auch. Sie haben jetzt zu Hause gegen den LASK verloren und können mit einem sehr, sehr guten Resultat gegen die Rapidler auch wieder Boden gut machen. Und durch das, glaube ich, gilt es jetzt für alle Mannschaften, sich einfach wieder auf die nächsten Spiele zu konzentrieren. Und das